um dieses Studium lag so eine Art Zauber. Ich bin da wirklich aufgegangen, ich habe das geliebt, für mich war das kein Druck. Ich hatte auch eine Zeit, bin ich ganz ehrlich, habe ich überlegt, ey, was soll ich anderes studieren, weil es mir einfach keinen so richtigen Spaß gemacht hat. Thema mentale Gesundheit während dem Studium, das hat mir immer so ein bisschen negativen Vibe gegeben. Es gibt keine Lösung dafür, dass du, ja, einsam bist. Sollte man Medizin studieren, beziehungsweise lohnt es sich, beziehungsweise bereue ich es? Die ersten 3 Jahre Medizinstudium, mein Fazit. Freunde, das wird jetzt kein groß informatives Video oder was auch immer, sondern ich werde einfach mal aus meinem Leben erzählen. Ihr könnt euch gerne irgendwie einen Kaffee holen oder einen Tee, setzt euch gemütlich hin und ich erzähle euch einfach mal und nehme euch mit durch meine Reise in den letzten Jahren. Wer mich vielleicht noch nicht kennt, ich bin Henry, studiere Medizin im 7. Semester, bin Podcaster und Gründer und teile hier auf diesem Kanal Wissen zu Themen wie Neurowissenschaften, Lernen, Produktivität und so weiter. Damals habe ich hier auf dem Kanal angefangen, Tipps zur Medizinzulassung zu geben. Vielleicht kennen mich manche davon noch. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr so lange schon dabei seid. Und dann hat sich das umgeschiftet und ich habe immer mehr über Lernen etc. gesprochen. Und jetzt wollte ich einfach mal wieder ein Insight geben aus dem Studium und wie ich jetzt über die letzten 3 Jahre denke. Ich fange einfach mal ganz vorne an. Wie war die Zeit vor dem Studium? Also generell war ich ein sehr, sehr schlechter Schüler. Ich habe erst am Ende der Oberstufe gemerkt, dass ich mal Medizin machen will. Habe mich dann ein bisschen angefangen anzustrengen und habe dann wirklich meinen Schnitt noch deutlich verbessert. Habe dann aber kein so krass gutes Abitur gemacht. Habe dann nach meinem Abitur doch noch einen Weg ins Studium reingefunden. Vor dem Studium hatte man irgendwie wirklich so die Erwartung, ja, keine Ahnung, das ist wirklich was Krasses, Besonderes. Man hatte so ein Gefühl von, okay, wenn ich jetzt andere Mediziner irgendwie auf Social Media beobachtet habe oder getroffen habe, habe ich immer gedacht, wow, was sind das für Menschen, dass die so viel Lernstoff durchkriegen und einfach fucking Medizin studieren können. Also es war immer so ein Eindruck von, ja, wirklicher Überlegenheit von Menschen, die das studieren. Die hatten immer ein besonderes Standing in meinen Augen. Und ich habe dann nach meinem Abitur halt gemerkt, okay, ich will das auch irgendwie schaffen. Ich will auch Medizin studieren und ich wollte es mir auch selbst beweisen, dass das möglich ist und dass ich nicht in Anführungszeichen zu blöd dafür bin, weil man ja schon von Lehrern und anderen hört, besonders ich habe das gehört, weil ich nicht so der Beste in den Naturwissenschaften war. Als ich dann gegen Ende gesagt habe, der Oberstufe, okay, ich will das machen, kam schon viel so, okay, bist du dir sicher so, besonders eben von den Lehrern und dass das ziemlich schwierig ist, dass es nicht so leicht, dass man da nicht durchkommt. Und dadurch habe ich mir selbst so gedacht, ey, ich will mir das beweisen, ich will das auch schaffen. Dazu kommt noch, ich persönlich hatte immer so ein Interesse für den menschlichen Körper. Das merkt man jetzt auch an meinem Content. Ich liebe es, darüber zu sprechen, wie man den Körper optimiert, wie man besser in Sachen wird. Und das hat mich immer schon angetrieben. Und deswegen, ja, wollte ich einfach so viel wie möglich über die Gesundheit, das höchste Gut unseres Körpers lernen und habe dann eben geschaut, wie kann ich einen Studienplatz kriegen und habe es dann letztendlich auch geschafft. Wie ich das geschafft habe, habe ich etliche Male schon durchgekaut und schon so viele Tipps zugegeben, da könnt ihr euch einfach meine alten Videos anschauen. Was ich aber beschreiben will, und das kennen vielleicht manche von euch, die noch vorm Studium stehen oder die auch schon im Studium sind, um dieses Studium lag so eine Art Zauber, also irgendwie was Mystisches, was gar nicht so greifbar ist. Aber es war ein besonderes Gefühl, als man dann einen Platz bekommen hat, beziehungsweise studieren durfte. Das war wirklich, ja, man hat wirklich gedacht, es beginnt ein neues Leben, was ja auch tut. Aber ja, es war wirklich mit so einem Zauber behaftet. Als man dann im Studium angekommen ist, hat sich das so ein bisschen, ja, dieser Zauber hat sich entlüftet, weil man gemerkt hat, und das ist in meinen Augen, ich weiß nicht, wie es anderen geht, ein Prozess gewesen, der gar nicht so leicht war, weil man gemerkt hat, dass alles doch nicht ganz so zauberhaft ist, wie es scheint. Ärzte sind nicht so wie in Grey's Anatomy irgendwie Götter in Weiß, die da durch die Klinik schweben. Das sind alles ganz normale Menschen. Die Studenten sind normale Menschen. Das Krankenhaus ist nicht immer irgendwie das perfekte Umfeld. Man lernt auf einmal irgendwie Einblicke in diese medizinische Welt, die man sich ganz anders vorgestellt hat. Und wirklich, ich hatte echt so das Gefühl, das Ganze wurde relativ schnell in den ersten Wochen, Monaten entzaubert, in Anführungszeichen, dass es einfach nichts mehr krass Besonderes war. Auch so dieses Selbstbild hat sich total verändert, weil in den ersten Wochen war man natürlich so total stolz, okay, ich bin jetzt Medizinstudent. Und das verfliegt aber auch total schnell, weil man einfach
wieder, ja, die Messlatte ändert sich. Man schaut dann nicht mehr zu den anderen Studenten auf, sondern, oder man schaut zu Studenten auf, die dann irgendwie viel, viel weiter sind. Und ja, es verschiebt sich alles wieder und das eigene Selbstbild ist eben auch wieder ein anderes. Also so dieser Gesamteindruck nach den ersten Monaten war meiner Meinung nach schon ein bisschen enttäuschend, weil man sich halt irgendwie, keine Ahnung, ein anderes Gefühl vorgestellt hat. Und dann kehrt auch relativ schnell die Realität ein und man muss viel lernen. Es ist auf jeden Fall Druck da, man muss was leisten und dieses Gefühl, das ja, ist auch geblieben bis heute. Also dieser Lerndruck und das Gefühl, dass du es auch ja, anderen beweisen musst im Gesundheitswesen, das ist was, was nicht vergeht und damit muss man auch auf jeden Fall klarkommen. Aber um jetzt auch nicht alles schlecht zu reden, muss ich auch ehrlich sagen, ich habe mir die Inhalte im Studium auch weniger spannend vorgestellt. Es gibt viele, die dann sagen, okay, irgendwie Vorklinik hat sie nicht so interessiert, das waren Sachen, die waren zu theoretisch. Ich persönlich bin ein Mensch, der super gerne theoretische Sachen lernt und eben praktische Sachen gar nicht so nice findet irgendwie. Deswegen fand ich zum Beispiel die ersten Monate extrem spannend. Wir haben dann schon so die ersten Einblicke in die Biochemie und so bekommen. Das sind natürlich schon trockene Themen, aber du lernst wirklich ganz intensiv, wie der Körper funktioniert. Und dann auch Themengebiete wie Physiologie, das dann später kam, oder Anatomie. Total spannend und ich bin da wirklich aufgegangen. Ich habe das geliebt. Für mich war das kein Druck, mich hinzusetzen und das jetzt zu lernen, sondern ich fand das total geil. Und das hat mich natürlich auch motiviert, dann immer weiterzumachen, weil dein Wissen vertieft sich ja wirklich immens und du merkst auch irgendwann, dass du ja so Brücken zwischen den Gebieten spannen kannst und einfach Dinge verstehst. Zum Beispiel, für mich war es immer geil, so die Brücke zwischen Biochemie und Physiologie zu verstehen, dass du einfach über deine Ernährung oder ja, das, was du deinem Körper gibst, wie sich deine Physiologie verändert und auch andersrum und einfach dieses Zusammenspiel zwischen den Organen, total spannend, das zu verstehen. Und genau das wollte ich auch immer. Und das Gute ist auch, bis heute, bis jetzt, hat sich bei mir persönlich dieser Wissensstrom nach Neuem gar nicht verändert. Also ich feiere es immer noch extrem, so nach neuem Wissen über den menschlichen Körper zu streben, Neues zu erfahren. Inzwischen ist bei mir eher so bei Neurowissenschaften gelandet, weil ich das einfach total geil finde und total spannend. Aber dieser Strom, ja, der hat nie geendet. Und ich denke auch, das ist ein ganz gutes Zeichen, wenn man selbst Medizin machen will und man merkt, diese ganzen Themen interessieren einen extrem. Dann kann das echt zeigen, dass du eben dieses Durchhaltevermögen im Studium wahrscheinlich beibehalten wirst. Weil, ganz ehrlich, ohne das, wenn du es nicht interessant findest, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du aufhörst, ja, relativ groß, glaube ich. Was ich aber sagen muss, ist eben, jeder Einblick, den ich dann über Praktika, auch das Pflegepraktikum, eben auch in den Krankenhausalltag bekommen habe, der hat mich wieder so ein bisschen auf den Boden der Realität zurückgeholt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das hat mir immer so ein bisschen negativen Vibe gegeben. Also ich habe mich in diesem Krankenhausumfeld bisher nie so zu 100% wohlgefühlt. Das liegt an verschiedenen Sachen. Da kann ich auch noch mal ein eigenes Video zu machen. Aber allgemein fand ich das Umfeld immer recht negativ, sage ich jetzt mal. Und auch die Hierarchien, die im Krankenhaus bestehen, die sind natürlich schon seit Jahrzehnten so. Aber das sind Strukturen, die ja auch stark in der Kritik stehen und meiner Meinung nach auch ja, einfach ein schlechtes Gefühl geben, wenn man dort als kleiner Praktikant eben rumgeschickt wird. Und das ist auch völlig normal am Anfang, auch beim Pflegepraktikum. Ist auch gut, dass man das erlebt. Aber trotzdem muss man einfach sagen, da bin ich auch ganz transparent und ehrlich, mir hat das zum Beispiel gar keinen Spaß gemacht. Und das Einzige, was ich cool fand, war, dass man dann mal in OP mitgehen durfte. Und auch bei den anderen Praktika war es ganz cool, mal Einblicke zu bekommen. Aber dieser Alltag der Arbeit an sich und den Tätigkeiten, der hat mir persönlich nie so viel Spaß gemacht. Und da muss man auch einfach sagen, wenn man mit Studenten redet, die weiter sind oder mit fertigen Ärzten, die sagen einem auch immer, man soll relativ früh darauf schauen, wie einem so wirklich das tatsächliche Leben und die Arbeit als Arzt gefällt. Weil am Ende des Tages studierst du diese 6 Jahre, du lernst die ganze Zeit Theorie, hast ab und zu mal Einblicke, aber deine tatsächliche Arbeit ist was komplett anderes. Und das
dem muss man sich bewusst sein und damit klarkommen, dass man später als Arzt eben einfach ja andere Sachen zu tun hat. Und deswegen hat sich für mich in diesen 3 Jahren vor allem eins immer weiter geändert, beziehungsweise wurde mir immer klarer. Und zwar, dass ich persönlich wahrscheinlich echt Schwierigkeiten damit habe, in diesem klinischen Umfeld zu arbeiten, weil es mir einfach keinen so richtigen Spaß gemacht hat. Und vielleicht denken jetzt manche, ey, wieso studierst du dann überhaupt noch weiter? Und das ist der Grund, den ich davor genannt habe, weil mich das Wissen extrem interessiert. Ich hatte auch eine Zeit, bin ich ganz ehrlich, habe ich überlegt, ey, was soll ich anderes studieren? Irgendwie, ich will ja nicht so in diesem klinischen Umfeld unbedingt arbeiten später, zumindest nicht für die Facharztzeit, das sind ja 6 Jahre. Und habe überlegt, aber es gibt einfach nichts anderes, keinen anderen Studiengang, der mich interessiert hat. Und deswegen habe ich auch viele Gespräche mit anderen geführt und letztendlich kam dann so eine Main Message aus diesen Gesprächen raus. Und zwar ist es die, dass man das studieren sollte oder das machen sollte, was einem Spaß macht. Und das ist nun mal für mich Medizin. Und daraus entstehen dann aber Wege, die du selbst wählen kannst. Zum Beispiel habe ich irgendwie ja, mir das große Glück erarbeitet. Ich sage bewusst Glück erarbeitet, weil es natürlich auch Arbeit ist. Nicht nur Glück, aber eben auch Glück. Hier auf Social Media Content zu machen, der ganz gut ankommt. Also einige Leute feiern den, gucken den gerne. Da ist eine große Community entstanden. Und das gibt mir eben das Privileg, vielleicht auch so ein bisschen zu schauen, mit diesem ganzen Medizinthema eher in die freie Wirtschaft gehen zu können und trotzdem eben meine Interessen zu verfolgen, das Studium zu verfolgen, einfach weil es mir Spaß macht, aber nicht unbedingt mit dem Hintergrund, dass ich in der Klinik arbeiten muss und praktizierender Arzt werden muss. Und das hat mir extrem den Druck genommen. Ich weiß, viele stecken jetzt vielleicht von euch, die zuhören, in einer anderen Situation, dass sie jetzt nicht so diesen Social-Media-Background haben. Aber auch für euch kann ich sagen, es gibt etliche Wege, um das Medizinstudium abzuschließen und danach damit in die freie Wirtschaft zu gehen. Also es gibt Wege daraus. Man muss nicht als Arzt praktizierend tätig sein, wenn man das Studium abgeschlossen hat. Und das ist, denke ich, auch wichtig zu sagen. Aber ich denke, man braucht dafür einen relativ klaren Plan. Also ich denke, man sollte nicht fertig studieren und dann erst überlegen, was macht man, sondern während dem Studium dann schon Interessen entwickeln und auch ja, vielleicht unternehmerisch tätig werden, um dann diesen Sprung eben zu schaffen. Also das mal als kleiner Ausblick irgendwie für die Zukunft. Vielleicht sieht es irgendwann mal auch mein späteres Ich und lacht darüber, was ich jetzt hier gerade erzähle, wenn ich irgendwie als Arzt in der Klinik arbeite. Aber keine Ahnung, das ist jetzt einfach so meine Sicht auf die Dinge, wie sie momentan sind. Kommen wir mal so ein bisschen zu dem Thema ja, Herausforderungen während dem Studium. Ich muss persönlich sagen, vor dem Studium wurde einem immer gesagt, ey, das ist so krass, das ist total schwer, du kommst da fast nicht durch. Ich finde, es wurde deutlich zu viel Hype um dieses Studium gemacht an sich. Ich denke, am Ende des Tages ist ein Studium wie andere auch. Natürlich, du hast etwas mehr zu tun wie bei anderen Studiengängen, aber du musst kein Superbrain, um durchzukommen, sondern es kommt viel mehr darauf an, wie fleißig bist du, wie sehr willst du das schaffen, wie interessieren dich die Themen. Das sind Sachen, die wichtig sind und deswegen in meinen Augen auch total unnötig, dieses Auswahlverfahren, wie es jetzt gerade ist, aber das ist auch nochmal ein anderes Thema. Trotzdem muss man sagen, es war schon sehr, sehr viel zu lernen, also man muss sich da durchkämpfen oder ist auch nach wie vor. Ich denke aber, wenn man eben mit den richtigen Strategien und dem richtigen Mindset rangeht, dann kann man das auf jeden Fall alles schaffen und ich würde sogar so weit gehen, dass fast jede Person, die das Studium schaffen will, das Studium schaffen kann. Also vielleicht hört jetzt jemand zu, der in der Ausbildung steht und sich überlegt, ey, kann ich das überhaupt schaffen? Du kannst das auf jeden Fall, wenn du das willst, schaffst du das. Thema mentale Gesundheit während dem Studium. Ich persönlich habe ja irgendwie nochmal eine Schippe draufgelegt, weil ich ja nach einem Jahr Studium, nachdem ich mich so ein bisschen reingefunden habe, übrigens, ich habe während der Zeit beim Rettungsdienst noch gearbeitet, also mit einer 40% Stelle, 2 Tage in der Woche, was auch nicht unanstrengend war, aber habe ich auch mega viel gelernt. Also für alle, die das vielleicht interessiert, so eine Rettungssanitäter-Ausbildung
ist sehr, sehr sinnvoll. Die ging 3 Monate bei mir und ja, bekommt man wirklich super Insights und auch echt gutes Wissen fürs Studium später mit. Ja, nach diesem Jahr habe ich ja dann angefangen mit Social Media und habe mir dann ja nochmal eine neue Aufgabe auferlegt und eben auch mit verschiedenen Unternehmungen gestartet, wie MedStudent, Study University und so weiter. Und deswegen hatte ich sowieso, ja, musste ich gucken, wie ich mit dem Thema Mental Health klarkomme, weil natürlich schon mein ganzer Alltag eigentlich geblockt war. Also ich hatte sehr, sehr selten Zeit irgendwie für Freunde oder was auch immer. Musste dann schauen, dass ich mir das wirklich nehme, die Zeit nehme und auch für Sport die Zeit nehme. Was mir da zugute gekommen ist, war eben der Lockdown. Da, ja, konnte man sich ja eh nicht treffen mit Leuten und deswegen war das ganz gut. Aber ich musste das dann eben auch neu lernen und dieses ganze Thema Mental Health ist auch nochmal eine eigene Rubrik. Ich persönlich habe vor allem eins verstanden, man darf niemals den Sport vernachlässigen. Das ist Thema Nummer eins, um so Anzeichen wie Burnout entgegenzuwirken. Vor allem auch im Studium, egal was ihr studiert. Und eben auch Beziehungen. Es gibt keine Lösung dafür, dass du ja einsam bist. Du musst dich mit deinen Freunden treffen oder ja, mit Menschen unterhalten. Du brauchst jeden Tag soziale Interaktion. Das ist einfach was ich mir auf die Fahne geschrieben habe, dass ich mindestens einmal am Tag irgendwie was mit anderen mache. Und wenn es nicht klappt, dann halt am nächsten Tag. Aber grundsätzlich einfach das aufrechtzuerhalten. Und diese beiden Punkte haben mir so geholfen. Und das ist für mich wirklich eine Priorität geworden, genauso wie morgens zu lernen. Ich habe ja so eine Struktur mir aufgebaut, dass ich einfach jeden Tag lerne. Das ist auch immer das, was ich auf Social Media so predige, dass man sich eben mit Consistency eine Routine aufbaut, die man durchzieht. Und bei mir ist das jetzt wirklich schon über die 3 Jahre fest geworden, dass ich einfach immer jeden Tag wiederhole. Und dadurch bauen sich auch nicht diese heftigen Lernpeaks vor den Prüfungen auf, sondern es ist eher eine konstante Linie. Und für mich auch gar nicht mehr was, wo ich drüber nachdenken muss. Ich wache jetzt nicht morgens auf und denke, heute muss ich jetzt irgendwie lernen, sondern ich mache es einfach, weil es für mich klar ist. Und ich denke auch nur so, wenn du so eine Routine aufbaust, kannst du auch Dinge drumherum machen, wie ich das jetzt mache, wie Social Media und Unternehmertum und so. Weil ohne das, boah, ist, glaube ich, unmöglich, ehrlich gesagt. Ich glaube echt, während ich jetzt gerade so erzähle, ich merke ja, ich habe das ja in der Form noch nie so explizit irgendwie erzählt, außer jetzt, dass meine Meinung zu dem Studium, glaube ich, relativ konträr ist, einfach weil die meisten sagen, ey, sie wollen so früh wie möglich irgendwie so viel praktische Fähigkeiten lernen. Und mein Ansatz ja irgendwie so ist, ey, ich feiere die Theorie, ich lerne super gerne über den Körper, aber ich bin nicht so der praxisbasierte Typ, der dann irgendwie alles umsetzen muss. Deswegen hat mir tatsächlich die Vorklinik total gut gefallen. Und auch jetzt in der Klinik ist es ganz gut, aber tatsächlich so das Interesse in der Vorklinik war für mich am größten. Und vielleicht ist es auch so, dass das aufzeigt, dass ich eher so ein bisschen ja in eine forschende Richtung passen würde. Aber ja, muss man einfach mal gucken. Aber das ist so ein bisschen vielleicht eine konträre Meinung. Haben andere, glaube ich, ja, andere Meinungen zu. Und was ich auf jeden Fall mit dem Video für einen Eindruck machen will, zumindest meine Sicht auf das Studium, ist einfach, es ist super interessant, sehr, sehr wertvoll. Du hast ein super gutes Standing, wenn du ein abgeschlossenes Medizinstudium hast. Du hast immer eine Sicherheit, wenn du fertig bist, dass du einen Job hast, weil wir eben krassen Ärztemangel haben. Aber es gibt eben auch viele Negativseiten, wie eben das Umfeld, in dem du später arbeiten würdest als Arzt, was einfach ja nicht mehr optimal ist. Also das Gesundheitswesen hat einige Probleme und ich denke, ein paar von euch, die schon in der Klinik waren, werden das gesehen haben. Dann auch natürlich der ganze Lernstress und Lerndruck, was auch nochmal ein großes Ding ist. Einfach auch, dass du 6 Jahre lang am Stück studierst, das ist auch nicht ohne. Können auch, denke ich, nicht viele mithalten. Und ja, das sind, denke ich, so die 2 größten Punkte, wobei ich wirklich sagen muss, dass dieser erste Punkt Gesundheitswesen und was man dann später damit arbeitet, echt der schwerwiegendste ist. Es sind ganz viele Faktoren, die damit reinspielen. Ich kann euch ein Beispiel geben, was mich extrem nervt, zum Beispiel an der Klinik, ist, dass einfach das generelle Gefühl und die Arbeitsmoral dort total negativ sind. Das Personal ärgert sich
meist eher über Arbeit, statt sich zu freuen. Klar, sie sind total überarbeitet, dafür können sie ja nichts. Es sind einfach so die Strukturen, die total negativ sind. Und das ist ein Arbeitsumfeld, das mir persönlich gar nicht gut getan hat. Und was ich auch immer so ein bisschen ja, unangenehm fand. Und das nervt mich total. Ja, trotzdem muss man sagen, ich sitze noch hier, studiere und ich habe es auf jeden Fall nicht bereut. Ich habe extrem viel mitgenommen bis heute und werde auch hoffentlich noch viel mitnehmen die nächsten 3 Jahre. Es ist aber echt Durchhaltevermögen gefragt. Vielleicht sitze ich auch in 2 Jahren hier und sage, ey, ich habe das Studium doch nicht fertig gemacht, weil irgendwas anderes sich aufgetan hat, weil wie gesagt, ich kann es mir sehr gut vorstellen, in die freie Wirtschaft zu gehen und generell mache ich das Studium nicht, um jemandem zu beweisen, dass ich Arzt bin oder Arzt sein werde, sondern ich mache das für mich, ich mache das für mein Interesse, ich mache das, weil ich etwas über den menschlichen Körper lernen möchte und das ist die Message, die ich in dem Video geben will. Ein Studium ist dann richtig für dich, wenn du entweder die Erlaubnis brauchst, um damit zu arbeiten, das heißt, du willst praktizierender Arzt werden, dann musst du Medizin studiert haben, oder du willst Richter werden, dann musst du Jura studiert haben, dann ist ein Studium extrem wertvoll und wenn es dir das Wissen vermittelt, das du sowieso lernen möchtest und eben das Umfeld und das Netzwerk, dann macht ein Studium auch Sinn und bei mir ist es auf jeden Fall Punkt 2. Und deswegen führe ich das Studium auch weiter. Aber ich kann auch, wenn ihr wollt, euch irgendwie einmal im Jahr so durch meine Gedankenwelt führen, was sich verändert hat, was nicht. Ihr könnt es mal in die Kommentare reinschreiben. Und ja, Thema Tipps angehender Medizinstudenten. Ich würde auf jeden Fall hingehen, von Anfang an mir eine gescheite Lernstruktur aufbauen mit Anki, mir eine Routine aufbauen, wie ich das vorhin schon beschrieben habe. Büchermäßig empfehle ich euch auf jeden Fall hier, ich weiß nicht, ob man das sieht, die Anatomie Atlanten von Prometheus zum Lernen. Ansonsten könnt ihr auch eigentlich alles im Internet finden. Ich habe mir, ja, ich habe mir andere Bücher geholt, aber tatsächlich nie reingeguckt. Also ich denke, das ist nicht so wichtig, sondern man findet wirklich viel über Amboss, das ist so eine Lernplattform. Und auch Lectorius auch ganz gut. Und da würde ich mich dann durchkämpfen. Und ja, auf jeden Fall so früh wie möglich eine Struktur aufbauen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ansonsten mein Fazit für das Studium. Sollte man Medizin studieren, beziehungsweise lohnt es sich, beziehungsweise bereue ich es? Meine Antwort darauf ist jein. Ja, ich hätte es nochmal angefangen, sonst wäre natürlich auch all das hier nicht entstanden. Es ist mein absoluter Interessenbereich. Ich liebe es, über den Körper etwas zu lernen. Und nein, ich hätte es nicht nochmal angefangen, wenn das hier nicht entstanden wäre, weil dann hätte ich auch das Wissen, was ich erlerne in dem Studium, als Arzt mit großer Wahrscheinlichkeit in praktischer Tätigkeit, oder komplizierter Satz, anwenden müssen. Und mit dem Hintergrund hätte ich wahrscheinlich was anderes gemacht, wie zum Beispiel Neurowissenschaften, weil du da den Interessensbereich hast, aber eben nicht diese ja, klinische Tätigkeit. Aber wirklich an euch, wenn ihr das studieren wollt, es interessiert euch genauso wie ich. Überlegt euch, ob ihr es anfangt. Es ist ein Studium, was es auf jeden Fall wert ist zu studieren. Es macht unfassbar viel Spaß. Aber schaut eben relativ am Anfang, was ihr machen wollt, wenn ihr nicht als Arzt tätig sein wollt. Weil einfach zu sagen, okay, ich gehe in die freie Wirtschaft ohne Plan, macht keinen Sinn. Sondern dann müsst ihr auch wirklich handeln und müsst auch parallel zum Studium handeln und das in Kauf nehmen, dass ihr ja, sehr viel schuften müsst während dem Studium und zusätzlich darauf. Und deswegen, ja, das ist so mein Fazit dazu. Ansonsten, wenn ihr mehr solcher Labervideos haben wollt, wie das hier, sei es jetzt auch zu anderen Themengebieten, einfach, dass ich so aus meiner Gedankenwelt erzähle, dann schreibt mir das auf jeden Fall in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt, wie ihr das Video fandet und auch ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!